Okay, jetzt ist es Zeit für das drittletzte Level, die Klärgrube. Los geht's. Oder ist es eine Kanalisation? Egal, auf jeden Fall taugt die Musik sehr. Was zum? Eine Kanone, okay, eine Blasenkanone, super. Ich glaube, das ist die Kanone, die mein Bruder gemeint hat, als er mich vor diesem Spiel gewarnt habe. Wo ich ihm gesagt habe, dass ich das Spiel Let's Playen werde. Diese Kanonen. Diese Kanonen sind eine Besonderheit und machen Panik. Aber immerhin macht das Level Spaß. Ich glaube zwar, dass wir hier wieder noch länger brauchen als im letzten Level. Was bist du denn für einer? Der Bombenschmeißt. Okay. Das fängt schon super an. Aber immerhin bockt das Level. Nicht so wie die Pyramide. Ich wette, in einer Dreiviertelstunde verzweifle ich daran. Was auch immer du für ein Wesen bist. Du, ich hasse dich. Ja, genau. Alter, hör auf! Hör auf! Ich gehe weg. Ich geh jetzt da weg, du gehst mir auf den Sack. Okay. Kiste. Ah! Alter. Puh. Ich konnte mich daran erinnern, dass die Kiste da runterkracht, wenn wir selber darunter springen. Ach, das ist eines meiner absoluten Lieblingslevel in diesem Spiel. Nur so zum Sagen. Ist auch sehr schwierig. Aber es bockt. Lalalalalalala. Diese Musik, die verleitet mich zum sehr viel Singen. Yeah. Das werde ich jetzt schon Justin Bieber. Aua. Ach, verdammt. Okay. Man hatte so viel Platz in diesen großen Maps. Deswegen mache ich diese Stage. Boink, boink. Der Scout von Team Fortress 2. Boink. Aua. Nein! Scheiße. Moment, was passiert denn eigentlich, wenn ich zurückgehe? Ach, ich mag so die Seillevel. Die machen echt Spaß. So, jetzt. Okay, hier brauchen wir anscheinend so ein Grabendingens noch. Oh Gott! Da war ich gerade ein bisschen zu übermütig. Aber hey, das Level ist so schön. Oder die Stage, whatever. Ich kann mich ehrlich gesagt an das Dorf gar nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich ist es so schwer, dass ich das in meiner Kindheit damals verdrängt habe. Springen ist so was von cool. Springen ist cool, genauso wie diese Musik. Nein! Okay, habe ich schon erwähnt, dass ich eine Null im Weitsprung bin? Also in der Schule meine ich. So Bundesjugendspiele und so machen wir gar nicht mehr. Schon seit, boah, seit wie vielen Jahren habe ich das nicht mehr gemacht? 4, 5 Jahren, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es schon lange her. Bundesjugendspiele. Ich bin ja jetzt eh kein Jugendlicher mehr, ich bin ja 19, da. Da zählt man als Erwachsener. Was zum Teufel, ein Gockel? Nicht du!
Nicht du, ich kann mich an dich erinnern. Und ich hatte keine schönen Erinnerungen. Aber ich kann mich erinnern, wie es weitergeht. Aber darauf muss man erst einmal kommen. Oh Gott! Jetzt bin ich da reingeplumpst, super. Also gut, nochmal. Ich glaube, wenn ihr das seht, ist mittlerweile Donnerstag, kann das sein? Oh Gott, Donnerstag. Ich glaube, diese Woche war echt die Hölle für mich. Weil diese Woche hatte ich sehr viel zu tun. Wir hatten noch, also am Freitag muss ich noch eine Stunde länger da bleiben, damit wir nächsten Freitag schulfrei haben. Da tun wir nämlich die Stunden schon mal vorher planen. Sodass wir dann nicht extra wegen den 2 Stunden in die Schule gehen müssen. Finde ich sehr sozial von den Lehrern, dass sie sowas geplant haben. Zu wie viel Mal bin ich jetzt reingefallen? Das ist echt unbeabsichtigt. Aber ich glaube, die nächste Woche wird geil. Da habe ich einen Schultag frei wegen Tag der Arbeit. Das ist der 1. Mai, glaube ich, ne? Und das Geile ist, nach dieser Woche habe ich dann in der nächsten Woche noch 2 schulfreie Tage. Und zwar am Donnerstag und Freitag. Am Donnerstag ist nämlich Christi Himmelfahrt und am Freitag, da haben wir die nachgeholten Stunden, die dann dazu führen, dass wir am Freitag schulfrei haben. Also echt geil jetzt, wie es jetzt dann läuft nach diesem Donnerstag oder beziehungsweise nach dieser Woche. Wenn ihr das jetzt seht, also diesen Part, werde ich sehr glücklich sein. Aber momentan sieht es bei mir so aus, dass ich noch eine harte Woche vor mir habe. Also jetzt in real life. Ich habe ja den Part ja vorproduziert. Ich mache den gerade an einem Sonntag. Und jetzt ist ja Donnerstag, wenn ihr diesen Part seht. Naja, aber ich glaube, das interessiert euch, glaube ich, nicht. Ne? Ich glaube, ihr seid ja hier, um das Spiel zu sehen und nicht um meinen Stundenplan oder was auch immer, meinen Wochenplan zu erfahren. Dieser verdammte Gockel, ich hasse ihn. Aber ich mag diese Maps, die sind so groß. Habe ich das schon erwähnt? Ja, gell? Jetzt aber, komm schon. Okay, jetzt schleudere ich mich wieder nach oben. Ich will mich nach oben schleudern. Verdammt nochmal nach oben. Ich will nach oben, hallo. Ich glaube, ich muss da exakt drauf springen auf diese Feder. Auf diese Sprungfeder. Nee. Vielleicht muss ich von hier drauf springen. Nee, es funktioniert auch nicht. So vielleicht? Nee. Vorhin habe ich es auch mit dem Seil geschafft, irgendwie da hochzukommen. Vielleicht schaffe ich das ja nochmal. Ah! Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Mist. Oh Gott, 8 Minuten schon vorbei und wir sind erst in Level 2 von dieser Stage. Es könnte auch wieder so ein langer Part werden wie der letzte Part. Das mögt ihr ja, ne? Ihr mögt ja, wenn ihr möglichst viel von mir sehen könnt, glaube ich. Keine Ahnung, vielleicht aber auch nicht. Die Hater werden es wohl oder übel wissen. Okay. Ach schön, aber dasselbe ist so lustig oder macht Spaß. Auch wenn ich jetzt dauernd drauf gehe, es bockt sich. Mehr als die Pyramide. In der Pyramide, da war es ja so eng. Hier ist es genau das Gegenteil von der Pyramide. Hier haben wir sehr viel Platz. Schon wieder. Können die das nicht etwas größer machen? Also ich meine die Plattform, auf die man landen muss. Naja. Das ist das dritte Mal, dass ich jetzt dadurch so durch diese Methode reinfalle. Super. Also gut, nochmal.
Und? Was war das denn jetzt? Das Spiel will mich irgendwie verarschen. Ich komme jetzt nicht einmal mehr zum Truthahn hin. Zu diesem Truthahn. Habe ich früher auch immer gesagt, dass das ein Truthahn ist. Den habe ich damals sehr gehasst. Lalalala. Aber es macht immer noch Spaß, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, dauernd verliere. Ich kann nicht meckern. Also an dem Level liegt es nicht, das liegt gerade an mir und das weiß ich, deswegen bin ich gerade gut gelaunt. Na du Truthahn, ich tranchiere dich gleich. Geh weg! Hast du nichts Besseres zu tun? Ich glaube, das sag ich zu jedem Viech. Na? Hehehe. Okay, ein paar Stacheln. Macht aber nichts. Oh Gott, jetzt geht's hier nach unten. Okay, lassen wir uns mal nach unten fallen. So, was gibt's hier? Okay. Sieht sehr herausfordernd aus. Aber ist schaffbar. Ich wette, wenn das ist wieder so ein scheiß Truthahn. Oh ne, es kann lange dauern. Okay, jetzt mache ich meinen Seil extra lang, dass wir einen größeren Schwung haben. Und da ist auch schon der Schlüssel. Yippie. Ach, der Teleporter bringt uns zurück. Cool. Jetzt versteht ihr, warum ich dieses Level so mag. Okay, ein Graviteil haben wir nicht dafür gebraucht. Weil wir das schon bereits haben. Lol. Und es war eigentlich nur dieser Schlüssel, der das hier öffnet. Okay. Geiles Level. Oh ne, das Kartonlevel. Und das erinnere ich mich auch. Ich glaube, das ist auch ein bisschen schwierig. Die Level, sie sind jetzt sehr herausfordernd. Aber nicht unschaffbar. Ich glaube, erst ab dem Dorf wird es unschaffbar. Hey, cool, so kann man es natürlich nicht machen. Ratte! Ich hab schon im Waldlevel mit deinem Bruder zu tun gehabt. Yay! Ich habe keine Ahnung, warum das die Punkte noch bringen. Hallo? Natürlich Stacheln. Super. Okay, jetzt warte ich, bis wieder dieser Kran kommt. Na, jetzt aber. Okay. Ganz schön weite Distanz. Wow, das war total sinnvoll. Braucht man hier diese Bubbles? Ja, genau. Keine Ahnung, was das für eine Mixtur ist. Ich glaube, das ist Zement oder sowas. So, und jetzt keine Ahnung, was ich ausgelöst habe mit diesem Schalter. Lalala. Jetzt kommt schon Kran-Dingens. Ich brauch dich. Nein, nicht zurück. Ah. Also gut, nochmal. Ja. Okay, genau so habe ich es mir vorgestellt. Nein, du schießt mich. Nicht herunter. Ich hasse dich, du verdammter Kran. Und du blöde, böse Maus. Hier, bitte, Rattenfleisch. Scribblenaut 2.0. Gut, jetzt warte ich wieder auf den Kran. Ich hoffe, der schubst mich jetzt nicht wieder runter. Ja, soweit so gut, soweit so gut. Nein! Ah! Ah! Böse Maus. Das war wieder sehr knapp.
So. Jetzt verlieren wir dieses Seildingens. Moment, ich kann mich erinnern, da kommt irgendwas runter. Da kommt irgendwas runter. Aber was? Das ist hier die Frage. Oh, warte. Warte, ich glaube, dieses Schalterdingens lässt diesen Stein herunterkrachen. Und dann können wir hier vielleicht den Stein verschieben. Und kommen dadurch an den Schlüssel, glaube ich zumindest. Okay, jetzt haben wir dieses Seildingens. Jetzt müssen wir zurück. Na los, Kran-Dingens. Ja, so können wir es auch machen. Nein! Ah, oh, dieses Kran-Dingens, das will mich töten. Also gut. Nein, nicht schon wieder dieses Menü öffnen. So. Gut, dann jetzt wieder raus aus dieser Siffe. Und zurück. So, jetzt muss ich jetzt irgendwie wieder da drüber. Ich glaube, das ist das Schwierigste an diesem Level. Nein, aber nicht so. Jetzt verpasse ich mir selber ein paar Facepalms wegen meiner Dummheit. Wegen meiner super Dummheit. Seufz. Ich frage mich, was jetzt dieser Teleporter hier bringt. Also ich meine den hier. Ach so. Oh. Das ist ja der andere Teleporter. Okay, okay, okay. Ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Wenn jetzt der Kran kommt, bin ich wütend. Und zwar sehr wütend. Da ist dieser Scheißkran schon wieder. Ey, der nervt. Ich glaube, der ist dazu da, um mich zu nerven und nicht, dass ich ihn brauche. Nein! Ah, ich hasse dich. So, endlich. Endlich mal was klappt. Halt nein, wir müssen da noch gar nicht hin. Aber wir können ja schon mal die Maus töten. Okay. Das heißt, wieder zurückgehen. Na, was denn jetzt? Hallo? Ah, so kann man es auch machen. Okay, 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 okay. Zurück. Dann diesen Teleporter usen. Dann die Bubbles einsetzen. Okay. Raus aus dieser Siffe. Jetzt der Schwächste. Jetzt müssen wir darüber. Na. Ach, gerade hatte ich's. Aber ich musste ja loslassen. Da. So, jetzt. Ich frage mich, ob ich da drüber springen kann. Okay, ich probiere es mal. Ja! Na! Okay, schnell vergessen. Die nachfolgende Sendung verzögert sich um 2 Stunden. Bitte haben Sie etwas Geduld. Nein! Der Schwung war jetzt in dem Fall zu groß. Aber der hätte noch vielleicht gereicht, wenn ich jetzt nicht abgebremst hätte. Das wäre dann vielleicht Boss-like gewesen. Naja. Okay. Ah, die Maus, die habe ich völlig vergessen. Außerdem war ich eh falsch. Ich musste ja zunächst in den Teleporter rein. Verflucht! Okay. Wieder dasselbe Spielchen. Ach, übrigens lade ich gerade die Parts hoch, die ich gerade, also die letzten Parts, die wir gemacht haben, von diesem Let's Play. Ich stelle sie aber momentan auf privat, weil ich die freischalten will, wenn ich das Let's Play fertig habe.
Moment, ist es jetzt richtig? Ja, gell? Ja, wir haben es richtig gemacht. Ich kann es gerade kaum glauben, dass wir es richtig gemacht haben. So, ich glaube, die Maus ist down und jetzt Kisten stapeln. Da ist sie ja. Gut, jetzt muss ich aufpassen, dass die nicht runterfliegt. Nein, 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 nein. Okay, wieder zurückschieben. So, ist zwar physikalisch unmöglich, aber scheiß auf Physik. Ganz ehrlich, wer braucht denn sowas? Albert Einstein kommt jetzt eine Träne. So. Und da ist auch schon das Ziel. Juhu. Oje, 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 oje. Da ist schon wieder so ein Gockel-Truthahn. Ich habe jetzt wieder Lust auf KFC. KFC, ich hab jetzt Lust auf KFC. KFC ist super Ski, super Ski. Super Ski, ich wollte super schön sagen, super Ski. Naja. Oh, perfekt angeposert. So, und jetzt da hoch. Verdammt. Halt, Moment. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Soweit so gut, soweit so gut. So, wo führt mich dahin? Graben, sagst du mir? Wo soll ich graben? Ne, hier kann man auf jeden Fall nicht graben. Das ist hier alles aus Stahl oder was weiß ich, Beton. Hier vielleicht? Ah, ja. Ich hoffe, wir müssen da nicht jetzt so hoch. Was? Da war doch gerade eine Zahl oder so. 600 irgendwas. Keine Ahnung. So, wo geht's hier lang? Na, ich glaube, ich nehme erst einen Teleporter. Das scheint mir sicherer. Der führt uns direkt zum Anfang zurück. Super. Was zum Teufel? Ah! Was war das denn jetzt? Kanone! Nein! Warum fahre ich da jetzt runter? So ein Kack. So. Immerhin sind die Plattformen einigermaßen schnell. Wäre schlimmer, wenn wir darauf warten müssen, bis die bis sie sich bewegen. Ich frage mich, wo das jetzt hinführt. Hä? Alter. Also auch zurück zum Anfang. Ah! Killer-Truthahn! Mit einer Killerkanone! Okay, wir dürfen die Teleporter-Dingens nicht verwenden. Erst wenn wir keine andere Wahl haben. Weil wenn wir die verwenden, dann wird man abgeknallt. Vom Blasendinger. Nein! Ich wollte gar nicht rein. Okay, jetzt sind die Monster sehr, sehr böse und es gibt keine Plattform mehr. Wir sind quasi, ja, im Arsch. Okay, laden wir das Ganze nochmal so. Dim 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 dim. 8-Bit-Musik ist cool. Ich liebe 8-Bit-Musik. Ich weiß, dass ich nicht singen kann, aber diese Musik, die ist halt so wunderschön und verleitet mich zum Singen. Nein, ich gehe jetzt da nicht rein, sondern grabe mich hier einfach nach unten. Das ist die bessere Methode. Okay, jetzt springe ich mal da runter, keine Ahnung. Huch! Leben, Leben. Teleporter-Dingens, nein! Ah! Ach, der Truthahn, der schießt die ganze Zeit. Ich dachte, das wäre irgend so eine Kanone, okay. Gut, ich glaube, die Stage haben wir schon halb fertig. Aber ich glaube, jetzt wird es ja auch richtig schwer. Jetzt erst einmal! Was war das denn jetzt?
Spermien sehen anders aus. Was? Ja, sorry, letzte Nacht war ein bisschen hart, deswegen ist hier ein bisschen Soße da drin. Whatever. Ah, das ist mein Killerspermien. Mein Killersperma. So. Mann, ich bin vielleicht vulgär. Dusche wieder. Ich mag keine Truthahne. Aber ich mag auch keine zwei Truthahne. Ich tranchier dich. Bam. Bubbles. Die schießen Bubbles. Alter, wie schnell. Wie schnell schießen die Bubbles. Ich glaube, ich darf mich nicht so weit von denen distanzieren. Okay, hier ist wieder das Killer-Sperma. Die leben sogar noch, seht ihr? Hä? Haben die sich jetzt befreit oder was? Ne, haben sie nicht. Hast du nicht. Oh je. Ich hasse diese Bubbles. Dasselbe ist zwar schön, aber ich hasse Bubbles. Und ich hasse Killersperma. Nein! Verflucht. Nein, du Killer-Truter, du lässt mich. Du Sperma! Das sind Killer-Spermien, ich schwör's euch. So, ich muss die jetzt irgendwie nach oben locken, sodass die gegen das Stahlding ins Blasen. Mann, pervers Blasen, Spermien. Moment. Ich habe eine Idee, wie ich den jetzt killen kann. Wofür haben wir Feuer? Wo ist das, du Trudan? Ich tranchiere dich jetzt. Warum stirbst du nicht? Ey, ich stirb nicht. Aber ich schieß die ganze Zeit drauf. Hallo, der stirbt nicht. Alter! Blasen! Vorhin war aber der doch oben, oder? Der Truthahn. Mann, am liebsten würde ich die jetzt alle umbringen. Aber es funktioniert ja leider nicht. Aber vielleicht jetzt. So, wo kommt sein. Kommt sein Kollege jetzt? Nein, der schießt hier weiter aus der Distanz. Einen muss ich killen, auf jeden Fall. Den anderen, ich weiß nicht, was mit dem anderen los ist. Der da oben, der scheint am aggressivsten zu sein. Der mit den einfachen Blasen, der scheint etwas harmloser zu sein. Der obere, der gerade da ist der heftige. Ach Mensch, solche Level mag ich nicht. Die sind alle schon von der Map her ganz gut strukturiert, aber ich hasse diese Truthahne. Truthahne, die schießen. Und Killerspermien. Ich werde der Part ist inzwischen aber 18 Mal Spermien sage. Nicht wahr, Google, ihr mögt doch sowas nicht. Spermien, Titten, Fotze, Penis. So, jetzt ist es aber echt am 18. Hehehehe
Also gut, nochmal. Oh, fast hätten mich die Sperme wieder gekriegt. Oh je, ich glaube, das geht hier sogar noch weiter. Sehr schwieriges Level. Verdammt. Ich bin jetzt sehr konzentriert, deswegen sage ich gerade nichts. Ich frage mich, warum man den jetzt nicht aus der Distanz töten kann. Langsam wird das Level zur Qual. Also gut, ich versuche jetzt mal drin. Verdammt. Okay, jetzt. Ich glaube, wenn wir schnell genug da vorbeikommen, können wir es schaffen. Natürlich. Nein! Ich dachte, da kommt keine mehr, weil da keiner kam jetzt gerade. Ja. So, jetzt. Natürlich kommen die Blasen erst, wenn ich losrenne. Ist klar. So, jetzt. Was zum? Was war das denn jetzt? Was ist das für ein Viech? Ich dachte, es sei auch ein Truthahn. Aber das springt zusätzlich auch noch. Super! Wieder versemmelt. Okay, jetzt geht langsam die Verzweiflung mit mir los. Jetzt geht's aber ein bisschen los. Ich habe schon 10% Verzweiflung in mir. Cool bleiben. Ich schaff das schon. Ich hab's ja schon mal geschafft. Ich glaube, wo ich klein war, habe ich insgesamt 3 Monate gebraucht, bis ich das Spiel durchgespielt habe. Aber ich glaube, jetzt als Erwachsener müsste es leichter gehen. Da müsste ich keine großen Probleme haben. Habe ich mir gedacht, zumindest beim Anfang des Let's Plays. War ja auch anfangs gar nicht mal so schwer. Aber jetzt wird es langsam richtig, richtig hart. Diese Killer-Bubbles, wie können Blasen töten? Ich will es jetzt wissen. Nachher schaue ich in Google nach. Tippe ich so ein, wie können Blasen töten? Aua. Ja, stoß dir durch den Kopf an. Ist besser als die ganze Scheiße da. Wie lange sind wir jetzt eigentlich schon an diesem Level? Ich schaff das schon, Leute. Kann zwar ein bisschen dauern, aber ich schaff das. Ich hab's ja schon mal geschafft. Warum sollte ich jetzt das diesmal nicht schaffen? Aber ich habe gerade keinen Plan, wie ich das schaffen soll. Es kommen immer diese Killerblasen, immer dann, wenn sie nicht kommen sollen!
Jetzt bin ich bei 20%. Verzweiflung. Vielleicht sogar schon mehr. Wenn ich immerhin dieses Wesen da hinten töten könnte! Jetzt bin ich bei 30%. Langsam summiert sich das Ganze. Ah! Ich brauche keine Safe States. Ich schaffe das ohne Safe States. Auch wenn ich jetzt zu einem psychischen Frack werde. Ich benutze keine Safe States. Nein, nein, nein. Damals in der Pyramide war es ein bisschen asozial, weil alles so eng war und voller Fallen war. Hier nerven mich die Truthähne. Und die Killerspermien. Vielleicht kann ich ja irgendwie den an Schwung nehmen, um da durchzukommen. Aber dann wird mich eine Bubble erwischen, das kann ich jetzt schon sagen. Ey, was soll denn diese Spermien-Scheiße da? Bin ich bei 40%. Ab 50 fängt an, die aus der Verzweiflung Wut zu werden. Moment. Ich probier's mal. Ich probier mal gerade was. Und zwar logge ich die jetzt mal dahin. So, jetzt. Schnell, die Killerspermien sind hinter mir her. Jetzt müsste ich eigentlich da durchkommen können. Oh Gott. Alter, wie schnell sind die? Aber warte, warte. Vielleicht muss ich die beide gleichzeitig hier herlocken. Das könnte eine Lösung sein. Gut, da sind sie auch schon. Dauert zwar jetzt ein bisschen, aber dafür haben wir es geschafft, denn später. Oh Gott, ich habe Angst vor den Spermien. Hilfe! So, gleich haben wir es. Nein! Okay, ich kann jetzt gerade nicht so viel sagen, weil ich sehr konzentriert gerade bin. Nochmal passiert mir das nicht. Soweit. So gut! Wie lange sind wir jetzt schon an diesem Level? Ihr wisst es wahrscheinlich. 20 Minuten vielleicht? Ja, könnt hinkommen. Na komm, ich muss die sammeln. Das ist der Schlüssel zum Sieg. So, jetzt warte ich mal auf die Gockel, Truthähne, whatever.
Ah, ich dachte schon, ich sterbe jetzt. So, da ist auch schon das Ende. Wenn ich jetzt sterbe, sprengst die Leitung. Oder mein Mikrofon, whatever. So, jetzt mache ich hier ein Safe State, egal was ihr jetzt sagt. Ich muss da jetzt quasi ein Safe State machen. Sonst halte ich es nicht aus. So, jetzt. Dadurch sparen wir uns eine Menge Zeit. Gut, jetzt habe ich. Okay. Nein, ich muss die jetzt also töten. Okay, laden wir das Ganze wieder. Schnelltaste ist F10, glaube ich, oder? Was habe ich denn jetzt genommen für ein Save? Na, das war's nicht. Aktuellsten laden. Aber ich muss wissen, was für eine das ist, damit ich die Schnelltaste weiß. Okay, jetzt ist F9, okay. Nein. Ja. Soll es ein bisschen tiefer kommen? Okay. Ah! Oh, super. Sehr schön. Jetzt haben wir es endlich. Ich weiß, es war jetzt ein kleines bisschen cheaten mit dem Save States. Wahrscheinlich beschwert ihr euch jetzt wieder darüber. Aber die, die sich beschweren, können mir einen lutschen. Alter! Wenn wir jetzt da gestorben, hätten wir das Ganze jetzt ohne Save States gemacht. Alter Schwede, dann. Okay, das Level war assi. Das war echt assi. Boah. Ein Minenkarren. Ein Truthahn. Du wirst jetzt flambiert. Okay, er wurde flambiert. Sehr schön. Was ist hier eigentlich? Hier ist nichts. Lauter Blasen da oben. Verdammt, ich. So, jetzt will ich wissen, was da oben ist. Nein, jetzt muss ich wieder nach oben. Was ist da oben? Alter! Sag bloß, das ist wieder so ein Gerät, das Blasen verursacht. Wieder so ein neues Spielzeug von den Entwicklern, um mich zu nerven. Na, jetzt, ah, komm schon, ich will da hoch. Bitte, bitte, ich will da hoch. Ich will da hoch. Danke, hallo. So. Okay, flambiert Truthahn schon wieder. Und rap. Boah. Ja, natürlich, wieder ein neues Spielzeug. Ich hab's gewusst. Hab ich's nicht gesagt? Ich glaube, den Truthahn brauche ich gar nicht zu töten. Der ist eigentlich ganz friedlich. Eigentlich. Okay, ich nehm's zurück. Böser Truthahn. Halt, nein, zunächst Truthahn töten. Ist er jetzt tot? Ja, genau. Ich muss immer ein bisschen schauen, ob der auch wirklich tot ist, weil sicher ist sicher. So, jetzt kommt gleich dieses Spielzeug. So, wo geht's hier lang? Okay, hier sind ein paar Koffer oder was weiß ich. Steine, whatever. Wow, ein Punkt. Muss ich vorsichtig sein. So weit, so gut. Hä? Hä? Ein Schlüssel? Aber wo ist denn der Schlüssel eigentlich? Ich
Ich habe keinen Schlüssel gesehen. Hier vielleicht? Nee, hier ist auch... Hier ist kein Schlüssel. Da ist nur diese Lore. Wo ist denn da ein Schlüssel? Vielleicht bei den Koffern oder so? Hier ist auch kein Schlüssel. So, ich glaube, der muss hier sein. Vielleicht muss ich die irgendwie flambieren. Keine Ahnung. Nee, auch nicht. Okay. Aber wo ist denn hier ein Schlüssel? Ich verstehe es nicht. Habt ihr einen Schlüssel gesehen? Ich sehe keinen. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Der Schlüssel ist der Schlüssel zum Sieg jetzt, ha? So kommen wir auch drüber. Verdammt, wo ist denn da ein Schlüssel? Ich sehe gar keinen Schlüssel. Bitte lass es nicht wieder so ein Level werden wie in der Pyramide, wo ich nachschauen muss. Ach ja, das ist mit Level der Pyramide, das habe ich übrigens nicht nachgeschaut. Das habe ich selber herausgefunden, als ich den Geist einfach mal so aus Frust töten wollte. Vielleicht ist hier irgend so ein Secret oder sowas. Bin hier vielleicht runtergraben? Na, jetzt komm schon. Ich muss hier irgendwo graben, habe ich das Gefühl. Hier. Ah ja. Da ist der Schlüssel, okay. Gut, jetzt muss ich hier nur noch aufpassen. Natürlich passiert mir jetzt genau der Fehler. Aber es ist gar nicht so schwer, das Level. Da war das letzte Level schon schwieriger. Gut, ich habe gehört, dass er jetzt gestorben ist. Jetzt holen wir uns wieder den Schlüssel. Da ist er auch. So, und jetzt warte ich, bis dieses Blasendingens kommt. Und renne ihn gleich hinterher. Verdammt. Jetzt. Ich muss immer diese Lücke treffen, da gibt es ja immer so eine Lücke. Das Dumme ist, dass diese Lücke genau da bei diesem Abgrund ist. Okay. Es ist nicht schwer, es ist nicht schwer, also. Ist schaffbar, wie gesagt. Ich glaube, im letzten Part habe ich ein bisschen besser unterhalten, kann das sein? Weil ich komme mir irgendwie vor, dass ich ein bisschen schlechter kommentiere als im letzten Part. Weil ich nicht so viel sage. Weil ich ein bisschen konzentrierter jetzt an der Sache rangehe. Weil die Level langsam richtig herausfordernd sind. Oh Gott, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Nein, jetzt haben wir's nicht! Mist, es dauert ein bisschen, bis sich das Ganze öffnet. Wir waren kurz davor, vor dem Sieg. Also gut, nochmal flambiertes Rothähnchen für Thanksgiving. Für Thanksgiving. Frag mich, was die Amerikaner da feiern. Bei Thanksgiving. Irgendwas Unnötiges, was kein Mensch braucht. Jetzt runter, runter, runter. Nein, so nicht. Jetzt. Ja, da ist die Lücke. Jawohl. Jawohl. So, jetzt. Endlich geschafft. Yippie, ich freue mich. Und 5.7. Okay, das ist wieder ein großes Level, glaube ich. Huch. Was ist denn das da in dem Käfig? Oh Gott, der schmeißt da.
Alter! Blasen schon wieder. Das Level scheint sehr schwierig zu sein. Der Käfig, da macht mir ein bisschen Angst. Haha, bin über dich drüber gesprungen. So, was machst du jetzt? Was zum? Jetzt kommt er her und will mich töten. Super. Ich glaube, wir brauchen die Kisten, um den als Schutz für die Blasen da zu nehmen. Vermute ich mal. Oh je, jetzt habe ich mich total... Super. Jetzt habe ich mich gerade gefangen hier an dieser Stelle, aber bin nicht mehr rausgekommen. Na, wo bleibt die Kiste? Du Halunke. Oh, jetzt stapel die Kiste. Ach, jetzt bin ich da unter die Kiste gegangen, die mich wiederum zerquetscht hat. Super. Also langsam... Ich glaube, dieses Let's Play wird langsam ein bisschen schlecht. Vermute ich mal. Ich weiß nicht, wie ihr das gerade findet, das Let's Play. Ich kann es ja nicht sagen. Momentan glaube ich, dass es ein bisschen schlecht rüberkommt. Was zum... Was ist passiert? Warum ist sie jetzt verschwunden? Ah! Da! Ah! Da! Ah! Ah, Moment. Ich habe da gerade ein paar Pfeile gesehen. Ich glaube, man muss sich irgendwo durchgraben. Und man darf die Kiste nicht schieben. Vielleicht ist sie auch deswegen verschwunden, weil die Entwickler dann irgend so eine Sperre hingemacht haben. Damit man das eben nicht als, ja, als Deckung verwendet. Danke, freundlicher, was weiß ich. Ah, natürlich verschwindet sie sofort. Können wir es natürlich auch machen. Oh Gott, da kommt die. Du wirst mich nicht zerquetschen. So, jetzt. Oh Gott, was ist da in dem Käfig drin? Ich befreie es mal, aber ich glaube, das wird mich töten. Ich bin gespannt jetzt mal. Ich glaube, das ist bestimmt ein Feind. Ich befreie dich! Ich schieb dich weg! Ich hab keine Ahnung, für was der Schlüssel ist. Achso, für den Käfig, glaube ich, oder? Ah, jetzt. Was bist du für ein Viech? Willst du mich töten? Huch! Hey, ich will da auch vorbei! Was hast du gemacht? Muss ich mich jetzt sterben lassen oder wie jetzt? Ich verstehe es nicht. Hast du jetzt vielleicht dieses Kanonenviech getötet? Sieht so aus. Hey, cool! Danke, Kumpel! Endlich mal einer, der uns nicht feindlich gesinnt ist. Okay, das erklärt sich momentan von selber, was wir jetzt da machen müssen, jetzt in dem Fall. Okay. 4, 2, 42. Was 42? Ah! Na super, ich hab's gedacht. Ich hab mir schon gedacht, dass sie jetzt runterfliegt. Und es war auch so. Dieses Spiel, das ist so fies. Okay, nochmal. Diesmal lasse ich mich nicht von dieser Dingens zerquetschen. Jetzt haben wir das Seil verloren. Warum eigentlich? Ich habe das gerne noch gebraucht. Oh nee, sag bloß, wir müssen jetzt da in diese Lücke rein. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay. Hä? Nein! Ihr wollt mich doch verarschen. Nochmal. So, jetzt. Das ist wieder so ein Schwerkraftdingens. Okay. Wenn da jetzt eine Kanone kommt oder sowas. Ah! Steine! Schon wieder! Ah. Bitch, please!
mache ich denn da jetzt eigentlich? Also gut, machen wir es gescheit. Ich will das auch rumspielen. Okay, wieder dasselbe Spielchen. Hurra! Diesmal lasse ich mich nicht zerquetschen. Oder aufspießen, whatever. Oder verbrennen, whatever. Ist ja fast dasselbe. Ach, verdammt! Okay, ich muss da wahrscheinlich auf dem Boden bleiben. Und dann sofort losrennen. So ungefähr, genau. Ich muss jetzt aufpassen auf herunterfallende Steine wie dieser hier. Den muss ich jetzt wahrscheinlich schieben, sodass er dann in den Teleporter reingeblasen wird. Das würde erklären, warum hier mehrere Teleporter sind. Vielleicht muss ich die dann irgendwie auf die Stacheln setzen und dann einen Schlüssel irgendwie holen, keine Ahnung. So, und jetzt? Jetzt kommen wir nicht mehr nach oben. Aber vielleicht hier graben? Aha, aha, aha. Was ist das? Du, nee, ich habe keinen Nerv für dich. Was war das für ein Wesen? Alter! Was war das denn jetzt? Boah, diese Wesen, die machen mich auch fertig. Aber wie gesagt, das Level ist auch schaffbar. Lalalala. Ich weiß, also momentan... Also ich weiß nicht, im letzten Party konnte ich irgendwie besser kommentieren als jetzt. Jetzt fällt mir nicht ein, was ich... Jetzt fällt mir nichts ein, was ich so sagen kann. Also ja, im ersten Part, da konnte ich ja sehr viel sagen. Da war ich sehr vielseitig mit dem, was ich sagen konnte. Ich glaube, jetzt rede ich auch wieder ein bisschen um den heißen Brei. Ich glaube, das ist dann ganz gut. Dann erscheint das Let's Play nicht schlecht, weil je mehr ich rede, desto besser kommt dieses Let's Play, glaube ich, ein bisschen rüber. Ich weiß gar nicht. Nein, nein, nein! Oh, da ist noch eine Sicherheitsplattform. Okay. Okay, okay, okay. Ist sozial, ist sozial, ist sozial. Ich dachte, ich falle jetzt runter. Ich war ein bisschen schnell gerade, deswegen habe ich gerade verloren. Ein bisschen Schnelligkeit hat ja auch noch niemand geschadet. Dann können wir dieses Let's Play schnell abschließen, ne? So, jetzt. Okay, okay, okay. Soweit, so gut. Jetzt müssen wir wieder auf diesen Stein aufpassen. Genau. Jetzt graben wir uns wieder nach unten. Verdammt. So, jetzt muss auf diesen Dings hier aufpassen, dieses Killerwesen, whatever. Mit seinen Blasen da. Wir mögen Blasen, ne? So, jetzt kommt dann gleich diese Kanonenkugel, whatever. Ich glaube, ich brauchte das Seil. Verdammt, ich habe das Seil-Ding jetzt gar nicht. Ah, noch so einer? Noch so einer? Noch so einer? Oh, diese Viecher, die überraschen mich sehr. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht auf Dauer neu her. Das wäre sehr schlecht. Ich hoffe, das sind nur zwei und ich hoffe, die kommen nicht immer. Ich hoffe, die kommen nicht neu her. Ich hoffe, die spawnen nicht da. Das wäre sehr ungeil. Na komm, ich habe jetzt keine Lust drauf gehabt, dazu warten, bis dieses Ding hier kommt. Das muss ich hier sofort am Anfang erwischen, sonst kostet es ein bisschen Zeit. So. Das ist irgendwie unnötig. Ich meine, das ist ja eigentlich nicht so schwer. Und diese Steine sind eigentlich auch nicht schwer. Das ist hier schon ein bisschen schwer, das mit dem Springen. Aber auch nicht zu schwer. Gut, dann hier dieser Stein. Den schieben wir jetzt mal ein bisschen weg, nicht dass der uns zerquetscht, falls wir irgendwie zu blöd sind, da jetzt zu graben. So, das ist hier mal wieder mein bester Freund. So, und wie gesagt, ich hoffe, dass die jetzt nicht spawnen.
Okay, zurück, zurück, zurück. So, jetzt. Okay, sie spawnen doch. Verdammt, ich muss über den drüber springen, während er noch als diese Kugel da ist. Wenn er sich transformiert in dieses Skelett, dann habe ich ein Problem. So wie jetzt. Okay, ich muss schnell über ihn drüber springen. Ich hoffe, der springt nicht nach. Also, ich hoffe, der springt nicht, während wir über den drüber springen. Das ist, glaube ich, das Schwierigste an diesem Level. Die Steine sind ja nicht so schwer. Gut, ich glaube, das... Verdammt! Jetzt war ich wieder ein bisschen zu schnell. Ach, Mist. Ja, ich weiß, eigene Dummheit tut weh. Jetzt haben wir inzwischen schon eine Stunde aufgenommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ach, verdammt, nein! Ich dachte, ich hätte das Seildingens noch. Was ist denn jetzt los mit mir? Unglaublich, wie ich jetzt fehle. Ich muss es jetzt ernst nehmen. Ich darf den Anfang nicht unterschätzen. Ich weiß, der ist leicht, aber ich darf ihn nicht unterschätzen. Sonst endlich wie dieses Wasserlevel da, wo wir eine halbe Stunde daran gesessen sind. Was eigentlich ganz simpel war. Okay, 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 okay. Ach, schnell vergessen. Ich weiß, ich bin dumm. Ihr dürft mich auch jetzt gerne haten, wenn ihr wollt. Also gut, nochmal. Ach, ist das nicht schön, wenn es so ruhig ist? Ja. Oh, Gott sei Dank kann man sich hier noch retten. Ich dachte schon, der Stein hätte uns jetzt diese Grabesichtdingens gesperrt. So, jetzt müssen wir über ihn drüber springen, wenn der als Kugel getarnt ist, oder whatever. So, jetzt. Oh, geschafft. So, Level 9. Oder 5.9. Okay, die Landschaft sieht sehr gruselig aus. Hier geht's lang. Da geht's doch nicht lang. Oder vielleicht doch? Nee. Hier geht's lang. Warum zeigen die Pfeile dann dorthin? Hier geht's nicht runter? Nee, nee, nee. Habe ich denn einen Seil? Ja, habe ich. Vielleicht kann ich mich dadurch ein bisschen umschauen. Hier vielleicht kaputt burnen oder so? Huch! Da läuft was aus. So, und jetzt? Ach so. Gut. Dann wieder ein bisschen schwimmen. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Sterben wir da? Nein, okay. Ich war ein bisschen vorsichtig gerade eben, weil hier in diesem Spiel stirbt man ja wegen jedem Dreck eigentlich. So, was jetzt? Was ist das? Bitte tu mir nichts. Was bist du für ein Wesen? Siehst aus wie irgendein Mammut. Keine Ahnung. Gut, war's das jetzt? Okay. So, und jetzt? Ich habe ein bisschen Angst gerade eben. Ich
weiß aber nicht warum. Wegen der Landschaft, glaube ich. Hä? Da geht's noch nicht weiter. Geht's denn da weiter? Ich habe keine Ahnung. Hä? Muss ich da hoch? Aber da geht's doch gar nicht hoch. Da komme ich gar nicht hoch. Hä? Ich verstehe es nicht. Vielleicht da lang? Nee, Quatsch. Vielleicht hier, vielleicht noch irgendwo da drin. Ah, komm schon. Da. Da. Jetzt aber. Hier. Ich. Ach, kack drauf. Hä? Warum kann ich jetzt nicht wechseln? Nein, wir sind gefangen. Ich muss mich töten lassen. Ja, Selbstmord. Ja. Selbstmord. Ja. Komm schon, ich will Selbstmord begehen. Jetzt hier, da. Selbstmord. Bitte. Da. Jetzt. So gut wie dasselbe Spielchen wie vorhin. Wie dieses Rohr zerstören. So dass das Wasser hier reinfließt. Hä? Alter. La 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 la. Mann, das dauert jetzt wieder ein bisschen, bis wir hier durchgeschwommen sind. Ich muss wieder mal ein bisschen strecken. Moment. Ah. Oh, hier ist wieder dieses Mammut-Dingens, whatever, das mich tötet. Super. Ich glaube, ich mache jetzt gleich eine Aufnahmesession. Ich beende jetzt gleich die Aufnahmesession, meine ich. Ich glaube, ich habe schon lange genug aufgenommen. Ich meine, eine Stunde und 7 Minuten müsste eigentlich reichen. Fürs Erste. Ich kann ja später noch weitermachen. Das ist ja kein großes Ding, jetzt das aufzunehmen. Ich glaube, bei Fraps-Aufnahmen sind etwas aufwendiger zu produzieren. Zum Beispiel, wenn ich Minecraft aufnehme, dann, ja, dann ist die der ein Part in mehrere Schritte untergegliedert, bis ich den hochladen kann. Zunächst muss ich den Part natürlich produzieren, dann muss ich den Part konvertieren, weil die Fraps-Aufnahmen immer so eine große einen großen Speicherplatz verbrauchen, und dann kann ich sie später nicht in den Movie Maker einfügen, also in Camtasia meine ich. Und ja, wenn die konvertiert sind, dann füge ich die in Camtasia ein und dann renne ich das Ganze. Das dauert auch wieder so 3-4 Stunden. Und deswegen, ja, merkt ihr wahrscheinlich, warum es nicht so viele Minecraft-Parts gibt wie Frap. Wie Camtasia-Aufnahmen wie diese zum Beispiel. Immer diese Blöcke hingesetzt hat. Ich hasse ihn. So, jetzt haben wir es endlich. Ich glaube, das ist das letzte Level, kann es sein? Bitte lass es das letzte Level sein. Ich will jetzt ein paar Dorfbewohner abschlachten. Verdammt, nein, ich habe vergessen, die Blasen zu aktivieren. Aber ich glaube, hoffentlich kann ich hier durchschwimmen, ohne dass ich die Blasen brauche. Ja, zum Glück. Okay. Hä, wie soll ich da durchkommen? Oh nee, jetzt muss ich da drüber jumpen, über die Spermien. Scheiße.
Ich glaube, je weiter wir in diesem Spiel voranschreiten, desto länger werden die Parts. Habe ich, glaube ich, schon gesagt in diesem Let's Play. Aber bestimmt ja auch. So, jetzt ab ins Wasser. Nein! Ab ins Wasser, wenn's geht. Okay, ich glaube, ich brauche hier das Seil. Ach komm schon, du blöder Wagen, du nervst mich. Blöder Wagen, ich hasse dich, ich mag dich nicht. Geh zu deiner Wagenfamilie und sag, dass ich dich hasse. Verpetz mich ruhig. Keine Ahnung, wie ich jetzt darauf komme. Ich nehme ja, wie gesagt, schon eine Stunde auf. Da fällt mir langsam es schwierig zu kommentieren. Es schwer zu kommentieren, seht ihr? Ach, diese verfluchten Spermien. Kann ich die nicht irgendwie töten mit Feuer oder so? Erhitzen? Also gut, nochmal. Ja, das ging jetzt schnell. Das war jetzt ein bisschen Boss-like. Boss-like! Eine Stunde, 11 Minuten. Wenn jetzt mein PC ausgeht, bin ich wahrscheinlich angepisst, weil ich dann alles noch mitmachen muss. Okay, ich kann die nicht töten. Okay, geschafft. Was noch am Becken? Voller Spermien. Okay, auch geschafft. So, jetzt geht's hier hoch. Hier muss ich mich wahrscheinlich durchgraben. Ja, genau. Oha. Okay, zurück kommen wir jetzt nicht mehr. Ich glaube, hier mache ich einen Safe State. Einfach mal so, damit ich nicht das ganze nochmal machen muss. Verdammt, ich habe kein Seildingens. Oh Gott, Blasen. Ich sehe schon wieder, dass es schwierig wird. Ah! Hier schon wieder dieses Dings. Ziel? Da ist schon das Ziel. Das war ja leicht. Okay, im Vergleich zu den anderen Leveln war dieses Level leicht. Okay, jetzt sind wir endlich im Dorf. Yippie. Okay, dann, ich glaube, der Part ist schon lang genug, ne? 1 Stunde 12 Minuten oder in dem Fall jetzt 13 Minuten. In dem Fall sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich glaube, der ist sogar noch länger als dieser Part. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja, unseren Rekord für den längsten Part ever zu knacken im nächsten Part. Ich bin gespannt drauf, was im nächsten Part alles kommen wird. Okay, dann in dem Sinne, bis zum nächsten Part. Ciao.